Nein. Die Musik dazu. Vater? Drachenfeuer und Verderben. Der Drache, er wird uns alle töten. Nicht, wenn ich ihn zuerst töte. Ein schwarzer Pfeil. Warum hast du mir das nie gesagt? Weil du es nicht wissen musstest. Ach, ihr seid es, Bar. Versteck ihn gut. Niemand darf ihn finden. Ich werde schon mit denen fertig. Geh jetzt! Du stehst unter Arrest. Was werft ihr mir vor? Alles, was dem Bürgermeister genehm ist. Haha. Autsch. Das hat weh getan. Ein warmer Empfang. Meister D. So. Geschichte fortsetzen. Oh, Gandalf, was machst du? Ach du. Radagast. Hier, Gandalf. Für eine Zusammenkunft kein schöner Ort. Glaub mir, Radagast. Ich hätte dich nicht ohne triftigen Grund gerufen. Als unser Feind zurückgekehrt ist, müssen wir das wissen. Geht zu den Grüften in den Bergen. Die Felshöhen. Tja. Hier ist doch direkt mal eine Speicherstatue, wa? Hallo, wie heile ich denn das Vögelchen hier? So. Kann verwunschene Kreaturen durch von Dunkelheit heilen. Ja, wie? Kann mir das mal verraten? Radagaststab. Super. Super, dann sag mir doch mal, wie? Ich kann das Vögelchen nicht heilen. Da irgendwie muss ich jetzt darüber, ne? Hm. Sag mir doch mal, wie ich das Vögelchen heilen kann. Denn das Vögelchen macht die Brücke runter hier. Mann, bist du ein fetter Vogel, wenn du so eine Brücke runterschmeißen kannst. Dickes, fettes Vögelchen. Gandalf und Radagast stehen vor den Felshöhen von Rudau, der Grabstätte des Hexenkönigs von Angmar und der Neuen. Es wurde von seltsamen Begebenheiten an diesem Ort berichtet. Und die Zauberer wollen diesen auf den Grund gehen. Als
Und es speichert. Kommen wir denn jetzt hier hoch? Oh. Ja, nur. Achso, können wir bauen. Haben wir den hier? Das ist was für die Elben. So. Okay, wir müssen tauschen. Radagast, du musst dran. Vielleicht irgendwas? Nö. Zack. Okay. Okay, solange wir hier hochlaufen können, passt das ja. Oh, hier kann Radagast wieder heilen. Heili, heili machen. So, nehmen wir mal Radagast. Ja, mach heili, heili. Hoi, als Dankeschön bekommen wir Münzen. Niha, Münzen! Münzen! Ja, wir nehmen Münzen. Kann Radagast hier durch? Nö. Bei Radagast sieht es auch geil aus, wenn der baut. So. Ah. Okay. Wir müssen hier ein bisschen mehr kaputt machen. Sehe ich gerade. Habe ich wieder gar nicht beachtet, ich Idiot. Wesentlich mehr kaputt machen. Hier können wir nichts kaputt machen. Das können wir kaputt machen. Da kommt ein bisschen was. Dann haben wir hier was. Können wir noch was kaputt machen? Klar. Können wir jetzt auch wieder zurückgehen? Aber bestimmt noch einiges, was wir kaputt machen können, oder? Naja, klar. Und ich, Dibble, hab's wieder vergessen. So. Nachher schafft man wieder unser Meister-Hobbit hier nicht. Meister-Dieb. Können wir auch kaputt machen. Haben wir hier unten noch was? Wow. Ha. Die Blumenranken können wir ja auch kaputt machen. Ja. Okay, das war wohl nix. Oh nein! Wow. Ich bin hängen geblieben. Scheiße. So, jetzt müssen wir halt wirklich darauf achten, dass es hier jetzt dann vorwärts geht. So. Ach, Radagast kann das auch. Ja, super. Einwandfrei. Einwandfrei. Machen
anscheinend. Okay, hier können wir bauen. Okay. Und nun? Ja. Da können wir zwei Nasen anscheinend nichts ausrichten hier. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Das sind dunkle Zaubersprüche, Gandalf. Alt und voller Hass. Wer ist hier begraben? Ah, hier können wir speichern. Dann speichern wir doch einfach mal. Speichern und fortfahren. So. Wer ist hier begraben? Gute Frage, nicht die Frage. Das da oben können wir wieder nur mit Golle holen. Sagt Luna auch. Das geht nur mit Golle. Ich will die blaue Münze. Okay, ich muss mal wechseln zu Radagast. Fettes Teamwork hier. Boah, was ist man jetzt gelandet? Haben wir hier? Okay. Den können wir auch noch kaputt machen. So, wir müssen hier wirklich aufpassen, wo wir langlaufen. Gehen wir mal hier lang. Mhm. Okay. Hier gehe ich mal noch nicht rein, oder? Gehe ich hier rein? Ich laufe erstmal hier entlang. So. Zack. Ich glaube, da brauche ich Radagast. Was seid denn ihr für Weichbiber? Okay. Können die zumindest runterschießen.